Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Stardew Valley. Ich bin's wieder, euer Paddy, hier auf dem Pumpelhof. Und heute legen wir mal weiter los. So, Leben vom Land. Willkommen beim Leben vom Land. Und hier sind wieder Tipps und Tricks für euch. Hier ein kleiner Überblick über die Fische, die du nur im Sommer finden kannst. Goldmakrelen in den Flüssen der Wälder am Tag. Regenbogenforellen in den Flüssen der Wälder und in den Bergen am Tag. Kugelfische im Ozean am frühen Nachmittag. Und Oktopusse im Ozean am Morgen. Schnappt ihr, solange sie da sind. Ah, Kugelfische, das brauchen wir vor allem. Kugelfische am frühen Nachmittag. Am frühen Nachmittag, denke ich mal, so 14, 14.30, 15, ja, so in etwa. Gibt es auch zu kaufen. Das ist zumindest was, was wir für unser Gemeinschaftszentrum brauchen. Regenbogenforelle eher nicht. Goldmakrelen glaube ich auch nicht. Und Oktopusse geben auf jeden Fall gut Gold. Ja, schon mal gute Tipps. So, gucken wir mal, wie es Wetter wird. Und ganzen Tag klar und sonnig. Wahrsager. Ein wenig extra Glück. Sind heute mal gut drauf, die Geister. Ja, das können wir doch gut gebrauchen. So, dann fangen wir als allererste Tätigkeit erstmal an. Das wird erstmal eingelagert hier. Das haben wir noch vom letzten Mal mit. So. Erstmal brauchen wir eine Gießkanne. Die haben wir hier. Gut, da holen wir uns erstmal frisches Wasser. Ich brauche Wasser. Wasser. Gut, dann fangen wir erstmal an, unsere ganzen netten Blümchen zu gießen hier. Jawoll. Brauchen hier ein bisschen Platz hier. Nee, hier schon. Das müsste schon gegossen sein. Gut, dann fangen wir mal weiter hier an. Ja, unser Beet sieht schon mal richtig gut aus. Wir haben ja jetzt schon mal dran gearbeitet, für das Gemeinschaftszentrum die ersten Wunschforderungen so ein bisschen einzupflanzen. So, und vielleicht, wenn wir Glück haben, bauen wir demnächst auch unsere Gießkanne weiter aus. Aber da will ich erstmal warten. Wir haben so viel angebaut. Da habe ich echt Bedenken, dass uns hier was... Na, du musst dich schon mal umdrehen. Genau, dass uns hier was eingeht. Das will ich einfach nicht riskieren. So. Aber so eine Eisengießkanne, die wäre schon geil. Bloß, wenn man richtig gießt. So, einmal hier noch. Einmal hier noch. Aber drei Felder, das macht sich schon bemerkbar, ne? Ja, fast. Einmal ringsrum noch und dann haben wir es doch. Unsere Tagesaufgabe erledigt. Sehr gut. Oh, hier hat man ja auch noch was gepflanzt. Muss auch gegossen werden. Gut. Das kommt erstmal wieder ganz normal rein. Den behalte ich mal und... Ja, Spitzhacke, die Hacke kommt erstmal rein. So, dass wir erstmal ein bisschen Platz haben, weil wir haben ja, glaube ich, die Reihe. Haben wir schon den nächsten Rucksack? Ja, den haben wir ja schon. Fehlt uns jetzt quasi dann nur noch der hier, ne? Der dritte. Und der war ja so teuer gewesen. So, lassen wir erstmal unsere Hühnchen raus. Die Robin ist schon am Arbeiten. Wollen halt gar nicht. Ja, ich muss mal für euch wieder neues Heu besorgen. Ich guck mal, ob vielleicht was bei rauskommt, wenn wir mit der Sense mal hier durch die hohe Wiese gehen. Also nicht hier direkt. Ich schau nochmal schnell.
Aber ich denke mal fast nicht. Gucken wir mal. Weil wir haben hier so viel. Nee. Da passiert nichts. Da müssen wir extra welches dann kaufen. Aber das dürfte auch nicht so schlimm sein. Die haben ja jetzt erstmal noch ein bisschen was an Futter da. Gut. So, wir wollten schon mal vorbereiten. Eigentlich haben wir ja jetzt schon sehr, sehr viel angebaut. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal darum, jetzt erstmal Nahrung für unsere Tiere zu besorgen. Und gleichzeitig nochmal gucken, was wir für das Gemeinschaftszentrum tun können. Weil da gibt es ja auch wieder einiges, was wir noch sammeln wollen. Ich guck schon mal. Ein bisschen was hatten wir ja schon in den vorigen Folgen erledigt gehabt. So, jetzt gucken wir einfach mal nach. Ich muss das Mikro, tut mir ganz schrecklich leid, nur mal ein Stück nach unten stellen. Sonst sehe ich hier nichts. So. Ah ja, wir könnten auch gleich noch mal gucken, ob wir hier was haben. Am See. Kugelfisch, indischer, Sandfisch, Waldspringer. Also das mit dieser Forelle war auf jeden Fall nicht gewesen. Tigerforelle, Katzenfisch. Brasse. Brasse, glaube ich, habe ich aber schon mal geangelt. Das sind die Nachtfische. Ah, okay, okay, okay. Weiß aber nicht, ob ich den noch mal wieder kriege. Naja, da müssen wir mal gucken. Vielleicht mit etwas Glück kriegt man da wieder irgendwas mit rein. So, jetzt gucken wir noch mal hier. Ja, Pilze. Höhlenkarotten, die kriegt man ganz leicht. Das eher nur in der Wüste. Kiefernteer. Interessant, interessant. Eichnerharz und Ahornsirup. Das sind so drei Dinge, die könnten wir so kriegen. Also die müssen wir bloß, ja, da braucht man das Material dazu. Höhlenkarotte geht zumindest. Der Rest, naja, die Pilze vielleicht noch, aber dann hört es auch schon wieder auf. Steine könnte man zum Beispiel schon machen. Was uns fehlt, ist Hartholz. Ja, da könnten wir doch mal in der Mine gucken. Und hier Krokus, das sind alles die Winter Editions. Die Winter Editions. Gut. Was war noch hier gewesen? Naja, naja, naja. Die Herbstpflanzen, da hatte ich ja schon die Süßkartoffel aus der Dings geholt. Sommer Edition. Habe ich eigentlich schon alles angebaut. Muss jetzt bloß noch wachsen. Melone bräuchten wir nochmal. Qualitätszeug. Ja, auch Mais, goldener Mais. Aber Mais ist ja sowas, das kannst du ja öfter. Ich glaube, Kürbis kommt nur im Herbst. Pastinaken, das haben wir nicht mehr geschafft. 5 goldene. Das wollte dann nicht mehr, aber nicht so schlimm. Es ist halt schwierig, ne? Aber das kommt alles mit der Zeit noch dazu. Also bloß nicht stressen lassen. Das kriegt man noch alles. Hier ist noch nicht so weit und hier hatten wir ja schon mal vorgearbeitet. Ja, stimmt. Wir brauchen Eisenbahnen. Ich glaube, das machen wir heute mal. Ich habe eben mal wieder Bock, richtig in die Mine zu gehen. Ja. Wir werden jetzt erstmal nicht fischen. Wir werden jetzt direkt in die Mine gehen. Und da können wir schon mal anfangen, noch ein bisschen Eisen zu sammeln. Das brauchen wir sowieso. Und vielleicht noch was anderes, was es dort so zu finden gibt. Wir können ja jetzt erstmal noch kein... oh! Badehaus ist schon offen. Sehr schön. Ich guck mal kurz, was hier so Schönes ist. Box ist leer. Frechheit. Nehmen wir es mal mit. Ja, das weiß ich noch nicht, was das bedeutet. Da gucken wir dann nochmal.
erstmal wieder ein bisschen die Wiese mähen. Das brauchen wir dann alles später, also... Das ist definitiv nicht umsonst, was ich hier mache. Ich habe eigentlich auch geguckt, ob wir eventuell noch ein paar Samen rauskriegen, aber hier anscheinend noch nicht. Gut. Da werden wir mal kurz ins Badehaus gehen, weil wir brauchen ja noch ein bisschen Energie, wenn wir jetzt da reingehen. So, einmal hier rein. Und dann tun wir uns mal kurz entspannen. Ihr werdet sehen, es hilft. Das ist das, was ich meinte. Und das Erdbeben hat das natürlich befreit. Was ganz schön ist eigentlich. So, wir gehen hier mal ins Badehaus. Mal kurz ein bisschen chillen. Und jetzt können wir gleich in die Mine und da nochmal richtig loslegen. Hatten wir jetzt eigentlich noch was im Hofbuch? Bürgermeister Schurz, auf zum Grund. Das sollen wir schauen, wie tief die Mine geht. So. Bis hierher spaziert und dann fängt er wieder an zu rennen. Gut, dann wollen wir mal. Auf geht's in die Mine. So, Kugelfische müssen wir uns dann bloß merken am frühen Nachmittag. Das wäre dann sehr, sehr wichtig. Es sei denn, wir kaufen sie uns dann. So. Ich glaube, das müssten dann die Ozeanfische sein. Tja, dann wollen wir mal so ein bisschen Eisen sammeln hier. Aquamarin. Ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen. Ha! Gleich so ein Goldbarren rausgekriegt. Sehr schön. So. Ich muss noch mal gucken. Brauchen wir jetzt dieses Quarz? Heizraum. Jawohl, Quarz, wir brauchen Erdkristalle, gefrorene Träne und Feuerquarz. Es ist alles sowas, was wir mit hier rauskriegen können. Los, böse, böse Fledermaus. Wie viel braucht man eigentlich von diesen Flügeln? Da will ich jetzt mal kurz gucken. Heizraum. 10 Stück. Ja, reicht ja. Kriegen wir schnell zusammen. Ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht noch was in der Truhe mitgesammelt haben. Ich habe schon gesehen, da ist eine Treppe, aber ich will das hier eigentlich alles noch mitnehmen. Los, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Los, 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 los. Eine Winterwurzel, na also. Und eine Zwergenschriftrolle. Es tut mir leid, aber ich muss auch mal gucken. Winterwurzel? Ist doch was Spezielles gewesen. Speiseraum, Handwerksraum. Es muss bei der Speisekammer quasi sein. Nee? Ich hab doch sowas Ähnliches gesehen, oder? Na, hier war's doch. Ich sag's doch noch. Hier, Winterwurzel. Und was haben wir da Schönes an Schuhe gekriegt? Eine Verteidigung plus Immunität. Nehmen wir mal die blauen Schüchen dran. So, da wollen wir mal hier unsere Gegner beseitigen. Na, komm, komm. Sehr schön.
Gefrorene Geode, das können wir dann auch wieder aufbrechen. Da kommen auch wieder ganz schöne Dinge mit raus. Sehr schön. 3 haben wir jetzt schon mal von den Fledermausflügeln. Gehen wir mal direkt weiter. Noch geht's eigentlich mit der Gesundheit. Also da mache ich mir bisher noch keine Sorgen. So, jetzt haben wir auch wieder Eisen. Das können wir dann gleich wieder einschmelzen. Da haben wir wieder was für einen Heizraum. Manchmal hat er noch so eine Probleme mit dem Wechseln, wenn ich das so eintippe. Oh, geil. 5 Kupfererze. Haben wir hier noch was Schönes? Ach, Mensch. Und die Höhlenkarotte. Das, was ich sagte, ne? Was wir hier droppen können. Einmal Jade. Das ist das, was ich das letzte Mal für einen Quest gesucht hatte, aber nicht gefunden habe. Also heute haben wir wirklich extra Glück. So, jetzt gucke ich mal kurz. Ne, hier ist jetzt nichts weiter dabei, was wir bräuchten. Dann gehen wir mal die nächste Etage runter. Böser Schleim hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich will gleich nochmal trotzdem hier unten nochmal mitgucken, was wir eventuell da unter wechseln. Wenn die einem nicht so hinterher rennen würde, ja? Aber brauchen wir ja sowieso. Ah, hier haben wir wieder was. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen was von unserem Müsiriegel. Ja, ich dachte, wir brauchen zwar sowieso welche, aber so dringend. Naja, gut. Sehr schön. Gehen wir mal direkt weiter. Ich will ja wissen, was hier noch so ist. Also hier unten auf jeden Fall nichts Interessantes. Hat man jetzt schon mal die Leiter gefunden gehabt? Ja, hier unten ist er. Oh. Mensch, geh weg. Immer diese Schleimteile hier. Die immer mal so ein bisschen nerven. Los, weg, 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 weg. Ja, gleich wieder Schleim. Wie viel brauchen wir von dem Schleim? Heizraum. 99. Eieiei. Na, da haben wir ja noch einiges vor uns, hä? Gleich wieder eine schöne Goldbarren geschenkt gekriegt. Ja, jetzt müssen wir uns leider schon mal auf den Weg machen. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal direkt nach unten. Ich glaube, das wird aber nicht, wenn wir jetzt nochmal einen Abstecher zum Gemeinschaftszentrum machen. Es wird mir zu spät. Wir werden das in der nächsten Folge damit abgeben. Da haben wir ja schon mal jetzt was da. Ich werde auf jeden Fall das Eisen schon mal mit einschmelzen. Werde jetzt aber auch nicht verkaufen. Aus dem einfachen Grund, weil ich immer Angst habe, was zu verkaufen, was vielleicht noch gebraucht wird im Gemeinschaftszentrum. Robin ist auf jeden Fall noch fleißig am Handwerken. Ich kann eigentlich das Tor offen lassen. Da wird jetzt nichts passieren. Da kommt kein Fuchs und nichts. Das mal nur ganz kurz nach oben, damit wir da mal was haben. Wir brauchen sowieso ein bisschen mehr.
Haben wir noch ein bisschen was da? Ja. So. Eisen aufgebraucht. Man weiß ja nie, ne? Ab ins Bett. So, Level Up. Spitzhacken-Effektivität um 1 erhöht. Und wir haben ein neues Herstellungsrezept. Und zwar können wir jetzt Kupfererze in Eisen herstellen. Brauchst nur 5 Stück von den Kupfererzen. Und dasselbe kannst du dann, glaube ich, auch mit Gold machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht oder erst später. Werden wir in den nächsten Folgen noch rauskriegen. Und wieder mal 200 Gold von unseren netten Hühnern. Na, wenn das nichts ist. Ja, ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle wieder von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch und sag schon mal bis dahin, euer Paddy und ciao.